Willkommen bei American Baker in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine von meinen Rezepten. Das ist ein Familienrezept, das ist von meiner Mutter. Und das ist für Frosted Chewies, hat sie so genannt. Ich kann das so schlecht übersetzen, aber die sind eine Alternative für Rice Krispie Treats. Es sind wirklich sehr, sehr lecker. Legen wir los. Nicht zu viele Zutaten heute. Wir brauchen 6 Cups oder ungefähr 230 Gramm Rice Krispies oder Cornflakes, 1 Cup oder 200 Gramm Zucker, 1 Cup oder 225 Milliliter Mais- oder Reissirup, 1 Cup oder 235 Gramm Erdnussbutter, 2 bis 300 Gramm dunkle oder Vollmilchschokolade. Ich fange an, indem wir zuerst unsere Backform sehr gut einfetten. Kein Backtrennspray hier, Butter oder Margarine. Dann der Zucker und Sirup in einem kleinen Topf eingeben und über mittlere Hitze erhitzen. Gelegentlich umrühren, damit es nicht anbrennt. Zucker erhitzen, bis er gut kocht. Zucker von der Hitze nehmen. Vorsicht, es ist sehr heiß. Sanft Erdnussbutter einrühren, bis die Erdnussbutter schmilzt und die Mischung eine Farbe wird. Die Mischung auf die Cornflakes kippen in einer großen Schüssel. Gut zusammen kombinieren, bis alle Cornflakes mit der Zucker-Erdnussbutter-Mischung gedeckt wird. Es soll jetzt kühl genug sein, um es anzufassen, ohne sich zu verbrennen. Die Cornflakes in die eingefettete Form einkippen. Die Hände auch einfetten und die Cornflakes gut runterpressen. Die Mischung ein paar Minuten zur Seite stellen, um fester zu werden. In der Zwischenzeit die Schokolade in der Mikrowelle bei 50% 30 Sekunden auf einmal schmelzen, rühren zwischen jedes Erhitzen. Geschmolzene Schokolade über die Cornflakes kippen und ein bisschen verteilen. Ihr könnt gerne mehr Schokolade drauf tun, wenn ihr mehr braucht. Aber dieses Rezept schmeckt am besten mit nur ein bisschen Schokolade obendrauf, damit der Geschmack der Schokolade die Erdnussbutter nicht überwältigt. Jetzt das Schwierigste. Die Treats zur Seite stellen, bis die Schokolade fest wird. Wenn es fertig ist, sieht die Schokolade nicht mehr nass aus und man kann die Treats mit einem Messer schneiden. So sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Sie sind klebrig und haben einen milden Erdnussbuttergeschmack. Die Schokolade verstärkt es. Sie schmecken hervorragend und ich muss sie gut verteilen, damit ich nicht zu viele auf einmal esse. Ich hoffe, ihr mögt das Rezept heute. Wenn ihr sie selber macht, taggt mich auf Instagram, ich würde gerne eure Arbeit sehen. Für mehr Torten und Rezepte besucht unsere Webseite bei americanbakeringermany.de. Wir sind auch auf Facebook. Nicht vergessen zu abonnieren für regelmäßige Rezepte und Tortenvideos.